Menschen am Mittwoch. Eine Welt voller Leben. I think it goes right back down to the whole, you know, primordial soup. Eine Welt voll von Abenteuer. I'm definitely ready for a gay old time. Eine Welt voller Humor. What the f*** are we doing here at 9 in the morning? Menschen in ihrer eigenen Welt. Menschen am Mittwoch. Mittwoch. Zweiter Weltkrieg. Sind Sie homosexuell? Die unwürdige Jagd auf Homosexuelle in der Armee. Es wird geschätzt, dass über 250.000 britische und über 1 Million amerikanischer Soldaten homosexuell waren. Zeitzeugen berichten von ihren geheimen Liebesleben. Es war besser, normal zu sein. Um ihr Eintreten in die Streitkräfte zu verhindern, wurden Homosexuelle als geisteskrank klassifiziert. Ich will wirklich nur meinem Land dienen, Sir. Sonntag. Das Coming-out des schwul-lesbischen Films. Ich bin homosexuell. Filmemacher offenbaren... Ich bin vielleicht ein Filmemacher, der schwul ist, aber ich würde mich nie als schwulen Filmemacher bezeichnen. Was in ihren Filmen abgeht... Es war eigentlich nicht so sehr die Geschichte. Was sie sich dabei denken... Das geht um Gefühle, ja. Und wie sie es zeigen. Ja nun, schlechter Geschmack ist nicht verboten. Schau mir in die Augen, Kleiner. Mittwoch. Gay Muslims. Eine Dokumentation schildert die Erfahrungen 5 homosexueller und lesbischer Moslems. Gott straft mich für meine Sünden durch meinen Sohn. Verschiedene Auslegungen des Islam. Es ist unislamisch, stolz auf seine Homosexualität zu sein. Und der Kampf für Gleichberechtigung. Im Islam ist Homosexualität eine sexuelle Perversion. Es ist wider der natürlichen Ordnung, gegen das natürliche Muster des Lebens. Du musst zu Tode gesteinigt werden. Ich habe meine Homosexualität mit meinem Glauben versöhnt. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Nächsten Mittwoch. Unerwartet und für viele unbegreiflich. Aber in einem Punkt war Dianas letzter Tag wie jeder andere. Er war völlig dokumentiert. Sie fotografierten ihr Leben. Ich kann diesen Missbrauch nicht länger hinnehmen. Und sind Zeuge ihres Todes. Sie hat ihnen die spektakulärsten Bilder gegeben. Sie trug jeden Tag einen neuen Badeanzug. Die Paparazzi waren im Himmel. Wie endete die Tragödie auf der Straße von Paris? Exklusive Geschichten und Bilder von den Fotografen selbst über Lady Di's letzte Stunden. Nächsten Mittwoch, 20:15 Uhr, bei Tim.